Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Let's Play Jurassic World Evolution. Ich bin der Neflatur und ja, wir haben hier in dieser Folge wahnsinnig Probleme noch mit den Stegosauriern. Die reißen die ganze Zeit die Zäune ein und brechen aus. Und es ist richtig, richtig nervig. Und ja, wir versuchen da gerade Herr zu werden. Herr der Lage. Was nicht so einfach ist. Geh wieder rein. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei seid und zuschaut. Und ich glaube, in der Folge kriegen wir das jetzt auf jeden Fall auch mal hin. Ja, das geht ja so nicht weiter. Unterwegs um Produkt ab. Wir haben auf jeden Fall auch schon wieder ein Stromproblem hier. Ich glaube auch, dass wir die Hochbahnen. Energieprobleme führen zu schlimmen Dingen. Gebaut haben. Das wollen wir vermeiden. Also, wie wäre es, wenn Sie einfach Ihre Gebäude mit dem nötigen Strom versorgen würden? Nee, reicht nicht. Produkttransport wird. Also brauchen wir wohl jetzt mal wieder ein neues Kraftwerk. Wir haben aber nicht mehr so wirklich Platz für ein neues Kraftwerk. Zumindest nicht da, wo wir sonst immer bauen. Zustellung abgeschlossen. Produkt transportiert. Könnten natürlich so wild sein und da ein bisschen abreißen und ein großes hinbauen. Oder hier hinten einfach das Kraft. Na, da passt es nicht hin. Oh Mann! Was, dann sind wir jetzt hier mal ganz knallhart und ballern einfach eins hier hin. Verbinden das hier. So. Ich glaube, wir werden auch nicht mehr so viel Gehege bauen auf der Insel, weil der Baryonyx ist auch gestorben und all das Schwäche. Jetzt geht's aber hier mal echt zur Sache. Produkt wird eingesammelt. Heieieiei. Der ist krank und hat irgendwie, was hat er denn? Campylobacter. Okay. Und. Ihr Ruf bei der Wissenschaftsabteilung ist beeindruckend. Ja, total beeindruckend alles. Stehen bleiben! Stopp! Wo ist der andere? Da! Ups! Hat es doch gerochen. Oh Mann. Produkt muss eingesammelt werden. Sammle Produkt ein.
weitere Aufgabe hinzu. Oh, die können wir jetzt nicht rauslassen. Oh Mann, oh Mann. Da hauen wir jetzt mal richtig nochmal Leistungsverbesserungen rein. Weil dann haben wir zumindest ein bisschen Strom. Transport im Gange. Sabotage beseitigt. Produkttransport im Gange. Wenn dann wieder mal eine Sabotage gemacht wird, dass wir zumindest dann Notfallreserven an Strom haben, ist ja schon mal ganz gut. Kommt auf die Liste. Und wer hätte es gedacht? Liebe Gäste, wir sind Lauf! Einen Stegosaurus im Park mit Ja, wir sind total begeistert, einen Stegosaurus bei uns im Park begrüßen zu dürfen. Ah. So, aber jetzt schaut es so aus, als ob wir so langsam die Lage in den Griff bekommen. Ja, auf jeden Fall. Ah, na endlich. Der ist eigentlich der Einzige, der noch die Geborgenheit unten hat. Ja, Leute. Damit haben wir das auch mal geschafft. Das Teil hat angeblich keinen Anschluss an die Straße. Ist aber eigentlich auch wurscht, weil es wird eh wieder weggerissen. Puh. Was eine Action hier. Transportiere Produkt. Jetzt bauen wir uns mal noch einen schönen Eingang dahin. So. Und dann gucken wir uns mal an, warum wir hier immer noch Stromprobleme haben. Die zwei Teile müssten noch angeschlossen werden. Ich war kurz in Sorge, aber sie haben sich für die Unterhaltungsabteilung eingesetzt. Der Auftrag zur Steigerung der Besucherzahlen ist abgeschlossen. Und das dank Ihnen. Juhu, sagt er. Produkt wurde transportiert. Das passt. Yep, eine Schienenbahnstation wurde eröffnet. So, Leute. Und damit dürfte dann auch die Bewertung wieder hochgehen. Sehr hohe Sicherheit. Na klar, na sicher. Wo lebt denn ihr? Geringe Zufriedenheit, ja klar. Also Transportbewertung haben wir jetzt 100%, das ist gut. Toilettenbewertung könnten wir jetzt noch aufbessern. Das machen wir jetzt auch. Ah, da müssen wir jetzt mal Gas geben. Also wir müssen jetzt wirklich mal bisschen Mission hier machen. Bauen wir ein Toilettenhäuschen. Kriegen wir hier nicht hin, aber da kriegen wir es hin. Und dann bauen wir es da auch hin. Und noch ein weiteres Toilettenhäuschen bauen wir hier hin. Ach, verflixt, die brauchen ja Strom, ne? Das wäre vielleicht die Idee, das muss ich dann auch an den Strom ranbauen. Hier hin. So, okay. Dann haben wir Einkaufsbewertung ziemlich mies. Bowlingbahn, Kleiderladen. Haben wir schon einen Kleiderladen hier vorne? Kleiderladen 1 hier haben wir. Fossiliengebiet haben wir auch. Spielwarenladen haben wir noch nicht. Bauen wir mal einen hier vorne hin. Und wenn der nicht reicht, dann nochmal da irgendwo dahinter. Die Bar haben wir hier. Restaurant.
Spielhalle. Tja, na gut. Warum nicht? Ich habe zwar schon öfters gesagt, ich weiß nicht, warum wir in einen Dino-Park gehen sollte und uns dann in eine Spielhalle knallen. Aber wenn die das wollen, dann sollen sie das machen. Und hier bauen wir nochmal ein Hotel noch mit hin. Dann haben wir da auch ganz cool noch so. Na, wenn das mal nicht total gut ist. Einen Gast. Einen einzigen. Oh Mann. Da keinen. Da auch nur ein Gast. Das ist ja, also hier vorne geht echt nicht gut. Da geht das, das ist keine gute Idee, da die Shops hinzustellen. Das muss man zwar auch erstmal verstehen, warum hier vorne es nicht geht, weil das ist ja der Eingang so direkt und die Hauptmeile, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Aber irgendwie ist das nicht sehr gut. Zwei Spielhallen haben wir da. Okay, das ist vielleicht ein bisschen blöd. Dass ich das nicht einfach versetzen kann. Wisst ihr was, das reißen wir jetzt wieder weg. Wir haben so viel Geld, wir brauchen uns da keine Sorgen machen. Aber wir brauchen auf jeden Fall, wir bauen jetzt mal hier hinten. Da bauen wir jetzt mal ein Restaurant hin. Genau hier hin. Oder hier. Ah, da passt es nicht hin. Schade. Dahin. Da, zack. So, und dann testen wir das jetzt mal. Ob das hier besser läuft. Der ganze Spaß. Ein Souvenirladen. Souvenirladen bauen wir auch mal da drüben. Da. So. Die Rangerstation reißen wir weg. Die brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Schauen Sie sich das an. Ein neuer Auftrag, der Ihnen bestimmt gefallen wird. Einfach irgendeinen Saurier ausbrüten. Das können wir mal machen. So, und dann bauen wir da einen Souvenirladen hin. Und dann gucken wir mal, ob hier die Läden besser laufen. Und wenn ja, dann bauen wir hier dann wirklich das mit diesem großen runden Teil hin. Hier oben. Und reißen da vorne das alles weg. Und bauen dann hier oben mal ein bisschen anständiger auf. Ach ja, den gibt's ja auch noch. Anfrage zur Produktabholung. Ist hier endlich Ruhe eingekehrt? Das Gehege ist viel, viel zu groß für die paar Dinos, Leute. Ich glaube, das trennen wir nochmal hier in der Mitte durch. Machen zwei draus, eins, zwei. Eine Gyro. Lass mich hier trotzdem durchfahren. Hier dann auch nochmal eine, die hier rein. Ja, so machen wir das. Aber alles mit seiner Zeit. Schauen wir erstmal hier. Okay. Ah ja. Produkttransport wird durchgeführt. Hier läuft der Laden viel besser. Eieiei. Da läuft er richtig gut sogar.
Uiuiui. Jawohl. Da haben wir wieder mal einen toten Saurier. Aber ist er altersschwäche? Ja. So, was läuft hier wirklich auch noch beschissen? Also Fossilienart läuft echt beschissen hier. Weg damit. So, dann sollten wir uns aber überlegen, wie wir hier dann dieses Großgebäude hinbauen. Ich glaube, das ist so ein Betriebsgebäude. Das hier. Das wollen wir da irgendwie noch haben. Oh Mann. Schon wieder ein Sturm. Kommst du nichts hier? Schlechtes Wetter macht die Dinos verrückt. Und wir bekommen jede Menge davon. Mhm, mhm. You don't say. So, okay. Fortschrittliches. Mhm. Das Teil wollen wir auf jeden Fall mal hier hinbauen. Jetzt ist die Frage, bauen wir das schräg so hin? Im Wasser? Das geht natürlich nicht. Oder bauen wir es gerade? Jetzt machen wir erstmal das Wasser weg. Das erstmal ein hier. Dass das alles schön auf eine Ebene kommt. Schon wieder was gegen den Zaun. So. Hm. Ah. Öffnen. So. Okay. Na dann. Schauen wir mal. Wie sieht es gut aus? Ne, so nicht. Wenn, dann vielleicht so. Oh, hoppla. Jetzt ist es schon passiert. Eieiei. Ach, guck hier. Das ist ja wie, als wenn es so gewollt wäre. Müssen wir da warten, bis es fertig ist? Scheint so. So, jetzt gucken wir mal wegen unserem Dino-Bestand. Oh, er ist jetzt alleine. Das geht natürlich auf seine Geborgenheit, deswegen... Anfrage zur Produktabholung. Werden wir ihn jetzt auch betäuben und verschwachern. Kriegen wir noch ein Geld raus. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall wieder einen Baryonyx drin. Beziehungsweise zwei. Oder mal was anderes. Nee. Oder? Denn eher so an Platz Grasland. Oh nee, nee, nee. Lass uns mal zwei Baryonyx machen. Ein Allosaurus, haben wir den schon? Nee, haben wir auch noch nicht gemacht. Der ist nämlich auch schön. Schönes Tier.
Klippenmuster mal. Können ein bisschen das Habitat verändern. Sozial, okay. Geborgenheit geht runter. Wozu sollte man das denn machen? Dass er weniger Stress hämmert, dass er weniger Stress macht. Und sozial könnten wir ihn auf 3 hochbekommen tatsächlich. Aber dann drehen uns wahrscheinlich vollkommen. Drehen uns total die Dilos durch. Nee, lasst uns mal da bloß 2 machen. So, dann haben wir das Gebäude. Das ist fertig. Was mache ich da? Hier, Straße. Und zwar einmal so. Dann. Na. Jo. Ich sehe nichts, was ich da mache. So, und jetzt können wir hingehen und das schön hier rumflezen. So. Ja, da ist jetzt irgendwie was seltsam, aber gut, das fällt nicht weiter auf. Und dann bauen wir den Strom noch an. Wisst ihr was? Weil es einfach geiler ausschaut, wenn wir da, glaube ich, 2 hinbauen. Wirkt es gut. So, wunderbar. Die ganzen Sachen reparieren hier. Und auch mal auffüllen. Fahren. Kein Problem. Bestätigt. Mal den ganzen Park auf Vordermann bringen hier. Anfrage bestätigt. Kommt auf die Liste. So. Restaurant. Dann machen wir mal einen Kleiderladen darüber noch. Den rupfen wir weg. Die Bar funktioniert hier auch nicht. Also da geht wirklich nichts. Das ist ganz schlecht. Und das auch. Hier vorne kann man eigentlich alle Dinger wegreißen. Spielhalle. Dann eine Bar.
dann eine Kleider laden. Die Bowlingbahn. Ich weiß nicht, was jetzt mit den kleinen Dingern passiert, aber sie sind nicht mehr unser Problem. Die kleinen Dinger. Der Auftrag erfüllt. Gut gemacht. Zwei Baryonyx. Kleine Dinge. Kein Problem. Vielleicht brauchen die Dilos mehr Wald, sich zu verstecken, wenn wir hier hinten mehr Wald hinbauen. Vielleicht geht das. Mensch, bin ich froh, dass wir die Sache mit den Stegos jetzt hier in den Griff gekriegt haben, dass die sich jetzt halt einigermaßen wohlfühlen in dem Gehege. Passt sogar noch einer rein. Eventuell. Ah ne, Bestand. Der Bestand war zu hoch. Hole Produkt ab. So, Schluss mit dem Frieden. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Ah, jetzt läuft der Laden. Jawohl. Sind wir schon ganz hoch? Das ist du gleich wieder. Zack, das noch. Produkttransport im Gange. Transport im Gange. Ah, da kriegen wir nicht ganz rein hier in die Bowlingbahn. Nicht genug Leute. So. Was brauchen wir denn jetzt? Einkaufsberatung, also Einkaufsmöglichkeiten noch. Dinosaurier-Sichtbarkeit, Toilettenbewertung ist immer noch so niedrig. Das ist ja seltsam. Dann bauen wir mal noch eine Toilette hier hinten hin. So. Souvenirlädchen hinbauen. Hey, ich habe da von einer tollen Gelegenheit erfahren. Gehen wir es an. Was? Neuer Saurier? Haben wir den neuen Saurier bekommen und nicht mit Bickern? Zustellung wurde abgeschlossen. Ah! Das ist schon geil hier auf den Bergen mit dem Auto. Hui. Das macht Spaß. So, jetzt stehen wir ganz kurz vor der immer noch Einkaufsmöglichkeiten. Nahrungsbewertung immer noch so niedrig. Wie kann denn das sein? Geringe Kapazität. Wir brauchen noch ein Hotel. Toilettenbewertung ist nur 44. Das ist ja unfassbar. Hier noch ein Souvenirladen mit hin.
überall haben wir doch jetzt Toiletten hingestöpselt. Da haben wir eine. Da haben wir eine. Bauen wir halt hier noch eine hin. Dann haben wir da eine. Hier eine und hier eine. Das müsste doch wohl jetzt reichen, oder? Bestätige Aufgabe. Nachschub ist unterwegs. Das perfekte Geschenk. Eine Brotdose. Na komm. Schnell, schnell, schnell. Wir sind auch schon wieder am Ende dieser Folge, leider. So, jetzt dürfte auch die Bewertung auf 4 Sterne. Komm schon. Komm. Jawohl. Dann damit haben wir diesen Auftrag erfüllt. Ich würde jederzeit mit Ihnen arbeiten. Genau. Aber wir sind leider am Ende dieser Folge, Leute. Und ja, wird's wieder richtig Spaß gemacht. Jetzt geht das Ganze mal ein bisschen weiter hier, dass wir die... Oh, schaut mal, wir haben ja schon 90%. Also müsste das da ja möglich sein. Ja, wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen und falls ihr es noch nicht gemacht habt, auch über ein Abo meines Kanals und natürlich würde ich mich auch riesig freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid und ich sag mal, bis dann, euer Neflatur.